Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Leo und Lea bauen eine Sandburg. Fertig! Wow, wie schön! Auf dem Fluss fährt ein Boot. Der rote Roboter steuert es. Und die anderen beiden Roboter versuchen es einzuholen. Oh. Wer ist am schnellsten? Vorsicht! Kaboom! Der blaue Roboter ist auf eine Sandburg gefallen. Hast du dir wehgetan? Mit dem Roboter ist alles okay. Aber die Sandburg ist kaputt. Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme. Scoop ist sauer. Bleib stehen. Hey! Beruhige dich, Scoop. Lass die Roboter in Ruhe. Scoop, das bringt doch nichts. Fangen wir nochmal an. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt eine neue Sandburg bauen und alle helfen mit. An die Arbeit! Scoop holt Sand. Lifty hat eine Flagge für den Turm gefunden. Hey, Roboter, helft auch mit! Oje, eine Welle hat die Brücke weggeschwemmt. Das bringt alles nichts. Das Wasser wird die Sandburg kaputt machen. Lifty, das ist eine Sandburg. Früher oder später stürzt sie ein. Wir überlegen uns etwas. Ich kann ja ein Bild davon malen. Dann können wir sie uns immer wieder ansehen. Lea, warte. Lass uns ein Foto von der Sandburg machen. Oh ja, ha, und eins von mir. Leo, dafür braucht ihr einen Fotoapparat. Was hast du denn alles mitgebracht? Ein Gehäuse. Eine grüne Zoom-Taste. Eine Linse. Ein Bildschirm. Darauf kann man die Fotos sehen. Ein Gurt. Ein Blitzlicht, damit man auch nachts Fotos machen kann. Ein blauer Drehknopf für den Timer. Und am wichtigsten ein roter Knopf. Damit schießt man die Fotos. Zwei Gummigriffe, damit man den Fotoapparat besser halten kann. Eine Batterie. Der Fotoapparat ist fertig. Ich zuerst. Scoop ist unser Fotograf. Lächelt und sagt Tschüss. Die Autos waren noch nicht so weit. Versuchen wir es nochmal. Stellt euch alle neben die Sandburg. Lifty, rutsch näher an die Sandburg. Seid ihr soweit? Irgendwas stört Scoop. Er ist nicht auf dem Foto. Ha. Versuchen wir was anderes. Es sind nicht alle auf dem Foto. Lass mich mal. Die Sandburg. Scoop, gib Lea den Fotoapparat. Sie möchte auch ein Foto machen. Jetzt ist Leo der Fotograf.
Jetzt Lifty. Jetzt ich. Und nun der rote Roboter. Das habt ihr gut gemacht. Aber wie können wir ein Foto machen, auf dem alle drauf sind? Da ist doch ein Timer. Stimmt. Ihr müsst den Fotoapparat auf ein Stativ stellen und den Timer einstellen. Dann könnt ihr ein Foto machen, auf dem alle zu sehen sind. Lifty, hast du ein Stativ? Leo, triff deine Wahl. Oh. Möchtest du den Fotoapparat an die Angelschnur hängen? Wie wär's mit einem Hockeyschläger? Nein. Der Fotoapparat gehört auf ein Stativ. So, man kann auch ganz einfach den Winkel einstellen. Gehen wir und schießen ein paar Fotos. Leo, schau auf den Bildschirm und sag jedem, wo er stehen soll. Roboter nach rechts. Nicht alle gleichzeitig. Oh je. Hopp. Nach links. Stopp. Scoop, setz dich. Was? Setz dich. Leo, komm hierher. Der Timer ist eingestellt. 5, 4, 3, 2, 1. Ein tolles Foto. Und nochmal. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist der Freizeitpark. Mal sehen, was unsere Freunde machen. Der rote Roboter bringt für sich und seine Freunde Eis. 3 Waffeln, für jeden eine. Danke, Roboter. Scoop und Leo fahren mit der Geisterbahn. Und Lifty schaut sich das Riesenrad an. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war ein toller Tag. Gehen wir heim. Der Freizeitpark macht gleich zu. Okay, gehen wir. Roboter, Zeit nach Hause zu gehen. Es wird schon dunkel. Schaut mal. Am Himmel tauchen Sterne auf. Wow! Oh, wie schön! Ich würde sie mir gerne aus der Nähe ansehen. Wir könnten ja ein Teleskop bauen. Ja, ja, ja! Schauen wir uns die Sterne an! Das geht nicht. Wir müssen ins Bett. Okay, dann bauen wir es morgen. Hurra! Wir treffen uns morgen früh auf der Farm. Gute Idee. Unsere Freunde brauchen ihren Schlaf, damit sie morgen fit sind. Es ist morgen geworden. Hallo. Wir haben die Teile gebracht. Ich sammle schnell die Blätter ein. Scoop kümmert sich um die Blätter. Und was machen die Roboter? Hey, hey! Was macht ihr denn da? Die Roboter haben auch ein Teleskop gebaut. Das ist toll geworden. Die Roboter haben aus Pappe ein Spielzeugteleskop gebastelt. Aber damit können wir weder den Mond noch die Sterne sehen. Ein Teleskop braucht Linsen und Spiegel, um das Licht einzufangen.
Hier, schaut mal. So sieht ein echtes Teleskop aus. Es hat ein Fernrohr zum Vergrößern von Objekten. Und ein Stativ, das dafür sorgt, dass das Teleskop nicht umfällt. No, das Pappteleskop ist nicht sehr stabil. Oje, ich muss wieder alles wegräumen. Legen wir los. Als erstes bauen wir das Stativ auf. Es hat drei Beine. Eine drehbare Fassung, damit man den Winkel des Teleskops verstellen kann. Ein Verbindungsstück für das Gegengewicht. Und das Gegengewicht. Zwei schwere gelbe Ringe. Eine Fassung für das Teleskoprohr. Prima, Lifty hat das Rohr gebracht. Das ist das größte Bauteil. Jetzt montieren wir die Linse. Eine Fassung für das Zielfernrohr. Das Zielfernrohr. Es hilft Astronomen, das Teleskop auf sehr kleine Objekte am Himmel auszurichten. Und das Okular? Nein, Roboter. Ein Okular aus Pappe geht nicht. Hier ist das Okular. Danke schön, Scoop. Fertig. Klasse. Roboter, es ist noch zu hell. Man sieht keine Sterne. Oh, das Bild im Teleskop steht auf dem Kopf. Das bedeutet, dass man mit diesem speziellen Okular nur Objekte am Himmel beobachten kann. Schau, Lea, die Fahrzeuge sind verkehrt herum. Und wer wirft jetzt den Müll weg? Die Pappteile müssen in die Recyclingtonne geworfen werden. Freunde, schaut mal! Scoop hat am Himmel Sterne entdeckt. Roboter, was siehst du? Darf ich bitte als nächstes? Oh, wow! Wunderschön! Scoop, willst du auch mal? Ja! Ich hab Plätzchen gebacken. Wer will? Schaut mal. Das ist der Mond. Da würde ich gerne hinfliegen. Dafür braucht man eine große Rakete. Gute Idee. Das ist unser neues Projekt. Morgen bauen wir eine Rakete. Prima. Doch jetzt müssen unsere Freunde nach Hause und sich ausruhen.